länger am KIT als ich. Also ich bin jetzt 17 Jahre am KIT und der Schlachthof war tatsächlich das erste Projekt, was wir damals 2004, 2005 in Karlsruhe angefangen haben. Das Projekt ist noch lange nicht fertig. Also ist es eher so ein ungewöhnliches Projekt, auch tatsächlich so in meiner beruflichen Laufbahn. Und deswegen hat das auch eine ganze Menge damit zu tun, wie ich so in Karlsruhe angekommen bin und was ich auch hier von der Stadt gerade über dieses Projekt gelernt habe. Ich bin jetzt schon 30 Jahre tatsächlich nach meinem Diplom. Ich habe 1990 in Aachen Diplom gemacht und dann mit meinen Partnern ein Büro in Köln gegründet. Das waren übrigens meine Kommilitonen aus der ersten Semesterwoche. Also in meinem Leben ist nicht so viel passiert. Das heißt, wir arbeiten jetzt schon tatsächlich 30 Jahre zusammen, was uns auch immer doch erstaunt. Ich habe ganz normal Architektur studiert, habe auch nie gedacht, dass ich mich mit sowas Merkwürdigen wie Städtebau mal beschäftige. Mich hat es eigentlich tatsächlich dahin getrieben. Ich war 10 Jahre in Niederlanden, in den ersten 10 Jahren meines Berufslebens in den Niederlanden unterwegs. Und da gibt es diese Trennung zwischen Städtebau, Stadtquartiersplanung und Architektur schlichtweg auch als Begriff und als Wort nicht. Sondern man redet eigentlich tatsächlich immer als Architekt über die Stadt und man redet als Stadtplaner auch über Architektur. Und das ist auch so eins der Schlüssel für dieses Projekt. Ich gehe jetzt mal ein bisschen so in die Historie. Das ist ein Bild, was so Anfang der 60er Jahre so Bestand hatte. Wer sich ein bisschen mit der Stadtentwicklung von Karlsruhe auskennt, weiß, dass die Oststadt im Gegensatz zur Weststadt eigentlich so das, also sehr stark mit der Industrialisierung hier zu tun hatte. Also man sieht hier noch teilweise freie Landschaft, wenn man nach Durlach rüber guckt. Man sieht aber schon den großen Güterbahnhof, man sieht das Gaswerk und so ganz vorsichtig da oben links so, ich glaube, ich kann meine Maus auch benutzen, hier, das ist das Schlachthofareal, wie wir es heute kennen. Das sind die Gebäude, die es heute auch noch gibt und man sieht hier die Bahntrasse. Man sieht aber hier auch sehr großflächig das gesamte Bereich des Güterbahnhofs und dieses Gaswerk ist leider auch dann so das Problem, weil damals eigentlich sehr viel in den Untergrund hier gelangt ist und man sieht hier noch Kohleverladungen. Also das war so eher die Dreckecke von Karlsruhe. Hinter dem Schlachthof war es dann wirklich sehr großmaßstäblich und natürlich auch sehr dreckig. Es gab dann Bestrebungen, dieses ganze Areal, weil das Gaswerk war relativ schnell dann Anfang der 70er Jahre nicht mehr notwendig, weil die ganze Energieversorgung wurde auf Kohle umgestellt und in den Rheinhafen verlagert, wo heute das Rheinhafen-Kraftwerk auch zu sehen ist. Die Stadtwerke haben damals eigentlich diesen Standort aufgegeben. Es gibt immer noch kleine Reste, wenn man da ein bisschen rumläuft, gibt es immer noch so ein paar Umspannwerke, so einen Wasserfilter und den Betrieb von der Funnel and Gates Anlage, was Peter gerade beschrieben hat, werde ich gleich nochmal ein bisschen detaillierter machen. Man sieht hier, dass Karlsruhe für diesen gesamten Ostbereich eigentlich sehr weitgehende Pläne hatte. Das ist ein Wettbewerb 1992 für die Bundesgartenschau 2001. Das war damals die Bestrebung von Karlsruhe im Jahr 2001, eine Bundesgartenschau zu veranstalten und tatsächlich eine Gartenschau, die jetzt Stadtentwicklung mit Grünentwicklung kombiniert. Und es sollte stattfinden eigentlich zwischen dem heutigen Check-in-Center, das kennt jeder, das ist so der Anfangspunkt davon gewesen und jetzt dem Bereich, wo die Feuerwache gerade neu gebaut wird. Also das kann man hier nicht mehr so richtig erahnen, weil die Darstellung hier doch sehr viel fantasievoller ist. Man sieht unten die Stuttgarter Straße mit den Kleingärten, die ankommen und man sieht dann auch so das Schloss so als Orientierung, KIT Campus. Und das, also es war schon ein richtig großer Wurf, den sich Karlsruhe damals zugetraut hat. Und man wollte eigentlich diesen ganzen Ostbereich, der industriell geprägt war, natürlich dann der Stadt zuschlagen, wollte aber auch große Grünräume eigentlich mit einfügen. Das war der Wettbewerbsentwurf von Rossmann und Partner, einem damals sehr großen und heute auch noch präsenten Karlsruher Architekturbüro.
Die haben das dann relativ souverän gewonnen, weil sie einfach wirklich viel großzügiger auch in diese grünen Bereiche hineingegangen sind als andere und vor allen Dingen diesen langen Stadtpark, das steht auch als Schriftzug da drin, dort geplant hatten. Der Schlachthof ist so hier oben in diesem Bereich, sieht man das etwa hier, Musikhochschule. Hier sollte so ein großer Balkon Richtung Autobahn und Bahntrasse passieren. Das war eigentlich hier als Ergänzung der Südstadt gedacht. Man sieht das hier, man versteht es dann auch ein bisschen besser, wie dieses ganze Quartier gedacht ist, weil es sich einfach in seinen Richtungen auf die Südstadt bezieht. Und hier oben sollte es dann sehr grün werden. Also hinterm Schlachthof, der jetzige Otto-Dullenkopf-Park, dann auch hier diese ganzen Bereiche sollten also sehr grün. Und eigentlich so eine Idee von Stadtergänzung, aber natürlich auch großartigen Grünbereichen sein. Karlsruhe hat dann relativ schnell diese Pläne nicht in dem großen Maßstab weiterverfolgt, weil gewisse Grundstücksprobleme sind aufgetreten. Dass viele Grundstücke, gerade hier in diesem Bereich, waren nicht im Besitz der Stadt. Und man hat dann gemerkt, dass man jetzt in diesen 9 Jahren, also der Wettbewerb war 92, die Buga sollte 2001 stattfinden, dass es eigentlich unrealistisch ist, in diesem Zeitraum so ein großes Stadtentwicklungsprojekt wirklich stemmen zu können. Andere Städte haben sich das getraut, auch erfolgreich, aber Karlsruhe hat da schon immer in den letzten 20, 30 Jahren, 40 Jahren vielleicht so ein bisschen unter seinem Wert gespielt. Und es gab damals viele Skeptiker, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren. Und man hat sich dann davon verabschiedet. Leider muss man sagen, weil es wäre wahrscheinlich jetzt in der Retrospektive genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Und wäre wahrscheinlich tatsächlich auch die Grundstücksprobleme haben sich relativ schnell gelöst und so weiter. So wie das halt so ist, wenn man zurückguckt, wäre es wahrscheinlich der große Wurf gewesen. Heute sieht das schon auch ein bisschen anders aus, weil es eben nicht in der Großzügigkeit dann auch umgesetzt wurde. Kommen wir zum Schlachthof. Man hat damals im Zuge dieser Bundesgartenschau-Bewerbung gesagt, dass die Potenziale dieses Schlachthofs tatsächlich viel größer sind als damals erkennbar. Das war ein Bild ungefähr 2003, 2004. Man sieht, es war eigentlich nur oben ein Autohaus, Opel Czernitz, die jetzt in Knielingen sitzen und dieser Schlachtbetrieb hat eigentlich nur noch hier in diesem kleinen Eck stattgefunden. Alles andere war eigentlich leer. Hier die großen Autoabstellgeschichten, viele Flächen, die eigentlich brach lagen. Hier waren Reifenlager und alle möglichen Dinge. Es war wirklich so ein großes Fragezeichen in der Stadtentwicklung. Wir haben dann in einem Gutachterverfahren mit diesem Konzept uns durchsetzen können. Wir haben, wenn man nochmal zurückgeht, eigentlich gesagt, wir wollen diese besondere Situation in der Stadt erhalten. Die anderen Gutachter haben gesagt, nein, sie wollen es mit der Stadt verweben. Sie wollen eigentlich diese Exklusivität gar nicht mehr. Sie wollen die Mauern nicht mehr. Sie wollen die Verbindung in die Oststadt zur Musikhochschule und dann auch nach Süden. Also das Ganze sollte eigentlich das war so eine Diskussion, will man es so wirklich exklusiv als alten Schlachthof erhalten oder will man es sehr viel stärker mit der Stadt verbinden? Wir haben damals ein sehr pragmatisches Konzept gemacht. Es gab damals die Holzgebäude sind die bestehenden und die weißen sind die neu dazugekommenen. Und wir haben eigentlich maximal versucht, alles zu erhalten, was irgendwie geht. Wir hätten sogar noch die alte Autohalle vorne dann auch erhalten, die war aber brandtechnisch eben nicht mehr zu sanieren. Und wir haben eigentlich darauf gesetzt, dass es ein relativ langes Projekt wird, dass es gar nicht so schnell sein muss, sondern dass man eigentlich Schritt für Schritt mit kleineren Gebäudeergänzungen das Ganze dann über einen Zeitraum von damals ungefähr 10 Jahren entwickeln hätte können. Man sieht jetzt dreidimensional, dass dass die beiden Teile sich unterscheiden. In der Mitte ist eigentlich diese Achse auf das damalige Casino-Gebäude. Es gab Schlacht- und Viehhof. Das Ganze war wirklich rational geplant. Das war geplant wirklich am Reißbrett, wie so ein Schlachtvorgang mit allen Facetten aussehen muss. Und wir haben natürlich versucht, diese Strukturen zu respektieren, aber natürlich auch ungefähr im Verhältnis 50 zu 50 neue Gebäude auch hinzuzufügen. Wenn man das heute so sieht,
ist es eines der wichtigsten Elemente eigentlich diese begrünte Straßenbahntrasse. Das war früher die Haupterschließung für Lastwagen und Pferdefuhrwerke. Wir haben sehr lange mit den städtischen Verkehrsbetrieben gerungen, dass hier tatsächlich Rad-, Fuß- und Bahnverkehr, kein Autoverkehr mehr stattfindet. Das war tatsächlich in der Durchsetzung nachher sehr problematisch. Ist aber natürlich tatsächlich zu einer völlig anderen Mitte jetzt in dem Quartier geworden. Man sieht so das Bemühen, die alten Gebäude auch Stück für Stück zu sanieren, aber dann auch neue hinzuzufügen. Wir hatten ein sehr einfaches Konzept. Uns war wichtig, dass eben diese Grundplatte bearbeitet werden muss, die uns natürlich heute auch zum Problem wird. Wie schon gesagt, wir haben einen sehr schwierigen Untergrund und wir mussten eigentlich davon ausgehen, dass wir zu 100% versiegelt sein müssen über eine sehr lange Zeit. Also das wird sich auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht verändern. Die Verunreinigungen werden ausgespült. Das Problem ist gar nicht so sehr, jetzt diese Platte zu oder jetzt Bäume oder Grün zu pflanzen, sondern das Problem ist eigentlich, dass neues Wasser durch diese Platte hindurch sickert und unten die Verunreinigung wieder ausspült. Also das heißt, wir müssen wirklich davon ausgehen, diese Fläche abzudichten. Was wir dann da drauf machen, ist eine andere Frage, aber wir können eigentlich nicht Verbindung mit dem Erdreich herstellen, weil dann gleich wieder Wasser einsickert. Das ist nicht zu 100%. Wir werden auch im Laufe des Projektes wahrscheinlich versuchen, doch an einigen Stellen solche Ausnahmen zu haben, aber halt nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Dann gibt es die Mauer. Uns war wichtig, dass das exklusiv bleibt, dass es eben klar ersichtlich ist, dass dieses Stück etwas anders ist als die umgebenden Stadtteile in Karlsruhe. Das war damals, hat keiner so wirklich verstanden. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass ich noch relativ neu war und mich sowas getraut habe zu sagen. Heute wäre man da wahrscheinlich sehr viel zurückhaltender. Man kann nicht einfach in eine Stadt kommen und sagen, wir machen eine Mauer um ein Areal und da ist alles anders. Ja, das ist hat mir in der Politik damals ein paar blaue Augen beschert, war aber, glaube ich, jetzt enorm wichtig für dieses Projekt, dass man eben nicht versucht, die normale Erschließung da reinzuführen, normale Wohnnutzung auch hineinzuziehen, sondern dass man sich eigentlich traut, ein etwas anderes Stück Karlsruhe mit anderen Regeln hier eigentlich tatsächlich zu probieren. Das Ganze wurde natürlich dann sehr intensiv durchgearbeitet. Man sieht oben links nochmal diesen Grad der Versiegelung und da war eben diese Bahntrasse ein grüner Glücksfall, will ich mal sagen, weil tatsächlich in Karlsruhe sehr, da ist die Stadt fast führend in ganz Europa, man mit den Grüngleisen arbeitet. Das ist in vielen Städten in dem Ausmaß gar nicht vorstellbar. Karlsruhe ist da immer Vorreiter gewesen und war natürlich eine enorm wichtige Trasse des Grüns unten vom Dullenkopfpark und Musikhochschule dann ins Quartier hinein. Und man sieht dann diese kleinen Punkte, die eben dann tatsächlich nur zur Verfügung stehen, um diese Platte zu durchdringen. Wir haben dann links so ein sehr klares Erschließungskonzept rausgearbeitet, weil wir natürlich auch den ruhenden Verkehr unterbringen müssen. Das ist unser zweites großes Problem, gerade auch im Sommer, weil es ist nicht nur die Asphaltfläche, sondern natürlich auch die Blechbüchsen, die sich aufheizen. Und ich bin wirklich mal gespannt, ob es uns gelingt, da auch mal einen Nachweis zu führen, auch mit Messungen, ob man tatsächlich nachweisen kann, dass diese Autos auf so einer Fläche tatsächlich zu einer Temperaturerhöhung führen. Ich glaube, das ist relativ klar und jedem einsichtlich, aber wir wollen, glaube ich, in dem Seminar dem mal ein bisschen auf den Grund gehen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil war eigentlich, dass es langsam geht. Das ist normalerweise bei städtebaulichen Projekten, traut sich das keiner in den Mund zu nehmen. Hier war es aber möglich, weil das Ganze der Stadt Karlsruhe gehört und auch die städtische Fächer GmbH das ganze Projekt dann auch tatsächlich in ihren Händen hat. Es gibt die Nutzer, Frau Fehlhagen gehört auch von Anfang an ja zu der Kerngruppe, eigentlich die damals das Trollehaus angefangen hat zu betreiben und immer noch dort sind. Und es war auch wichtig, dass diese Gruppe sich organisiert. Es gibt den Verein Ausgeschlachtet und auch verschiedene Zirkel, die eigentlich immer auch die Interessen der dort damals schon Ansässigen, weil wir haben nicht neu damit angefangen, sondern das Ganze war in so ein paar kleineren Teilen, waren auch schon Künstler, kleinere Werkstätten und eben dieses alternative Kulturhaus Tollhaus. Das waren eigentlich für uns auch die wichtigen Ankerpunkte,
um das Ganze nicht komplett zu überformen. Und dafür braucht man eben auch Zeit. Ja, das will eigentlich in der Stadtentwicklung niemand wirklich hören. War aber Randbedingungen, um eben ein langsames Schritt, also ein Schritt für Schritt Wachstum hier zu haben und immer wieder entscheiden zu können, ist man auf dem richtigen Weg oder nicht. Das geht so weit, dass tatsächlich auch die Nutzer von der städtischen Gesellschaft ausgewählt worden. Man darf sich nicht so von den Bildern immer täuschen lassen. Ich wurde mal von einer Zeitschrift interviewt und die haben mich gefragt, wie denn so ein tolles Bottom-up-Projekt in Karlsruhe hat stattfinden können. Das wäre ja alles mit Zwischennutzung und Aneignung und alle diese schönen Begriffe, die es so gibt. Und ich habe dann gesagt, nee, tut mir leid, das ist ein hundertprozentiges Top-Down-Projekt, weil das natürlich zu 100% der Stadt gehört und auch sogar von der Stadt entschieden wird, was wann wie gebaut wird und wer wie einzieht. Und dann sind die ziemlich traurig wieder abgezogen und den Artikel hat es dann nicht gegeben, weil das wollten sie dann irgendwie auch nicht hören. Also man muss immer ein bisschen aufpassen, was man wirklich sieht und wie die Projekte dann entstanden sind und unter welchen Rahmenbedingungen die dann auch funktionieren. Und zwar ziemlich wichtig, weil man sieht es hier, dass die Gebäude schon sehr dominant sind und es sind auch eigentlich keine Trennung zwischen öffentlichen und privaten Bereichen, sondern die Gebäude stehen eigentlich alle ausnahmslos wie solitärer eben in diesem Raum. Das hat mit den alten Gebäuden zu tun, mit den Strukturen und uns war aber wichtig, dass wir dann jedem Gebäude, man sieht das hier unten eigentlich so, eine Zone geben, die 2 Meter ums Gebäude herum ist, das ist die sogenannte Aura-Zone. Das heißt, hier kann das Gebäude tatsächlich oder vielmehr natürlich die Nutzer des Gebäudes, man sieht hier links auch, was da sonst auch so passiert, also das ist nicht immer nur ganz rosarot, aber jeder kann sich ausbreiten und kann einen Teil des öffentlichen Raums dann auch für sich benutzen. Man sieht hier, manchmal steht halt nur ein Auto, manchmal gibt es aber auch im Sommer doch ein deutliches Ausbreiten. Das heißt also, jedes Gebäude hat auch baurechtlich, und das war das Neue daran, die Möglichkeit, diesen 2-Meter-Streifen zu bespielen. Und baurechtlich ist deswegen wichtig, weil das Ganze natürlich in einem Bebauungsplan geregelt war. Aber da will ich nicht so wahnsinnig viel drüber sagen. Trotzdem ist das Ganze ein sehr geregelter und auch ein sehr planvoller Prozess letztendlich. Das war der damalige Bürgermeister in vollem Ornat. Das Ganze wurde natürlich auch von der, weil es von der Stadt finanziert wurde, ist es auch natürlich durch alle Gremien, muss es beschlossen werden. Und es war damals eigentlich, der Name sollte Kreativpark Ostaue heißen. Es hatte was damit zu tun. Karlsruhe hat sich mal beworben für die Kulturhauptstadt von, ich weiß gar nicht, von Europa, ja schon Europa. Kommt man auch nicht einfach so auf die Idee, warum Karlsruhe das jetzt sein muss, aber damals war man irgendwie in so einer Euphorie. Hat es dann aber nicht bekommen. Übergeblieben ist eben diese Idee des Kreativparks. Und das hat tatsächlich zu politischen Verwerfungen geführt, weil hier dieser OB Fehnrich, damals CDU, wurde von seiner Partei sehr stark angegangen, weil die gesagt haben, wir brauchen eigentlich nicht so große Investitionen für so ein eher alternatives Projekt. Ja, wegen das Tollhaus war halt schon da und jetzt Kreativpark. Und damals hat man aus konservativer Sicht eben immer noch ein einfaches Weltbild gehabt, dass das irgendwelche Freaks sind, die halt kreativ sind und mit dem so lieben Karlsruhe nicht so viel zu tun haben. Ich übertreibe jetzt gerade ein bisschen, aber es war ganz schön heftig, weil die damals schon auch gesagt haben, sie wollen das eigentlich nicht, sie wollen es an Gewerbetreibende verkaufen. Also die Alternative wäre gewesen, dass man eben kein städtisches Geld investiert, sondern es an Gewerbebetriebe Grundstück für Grundstück verkauft. Also das war sogar eine relativ knappe Abstimmung damals. Und wir wurden gerade auch nicht wirklich gerühmt, weil wir solche Sachen gesagt haben wie, wir brauchen lange Zeit, wir wollen in kleinen Schritten vorangehen und so weiter. Das wollte man damals nicht wirklich hören und es war tatsächlich dann sogar relativ knapp in der politischen Entscheidung. Das erwähne ich deswegen, weil so ein Projekt in der Größe für Karlsruhe damals nicht wirklich vorstellbar war. Also man ist natürlich rumgefahren, es gab in Leipzig damals schon so diese ersten Kreativzentren. Das war aber alles irgendwie noch relativ steif. Und es gab auf der anderen Seite aber natürlich eine Klientel, die damals auch schon so da war,
die sich ganz wohl fühlte in diesen Bereichen, die nicht so zentral gesteuert sind, wo eben alle so ein bisschen andere Regeln gelten. Das allerberühmteste Beispiel ist Christiania in Kopenhagen. Ja, also man hat in Karlsruhe immer solche Bilder gehabt und so wollen wir aber bitte nicht werden. Ja, das wird dann so ein Freak-Ghetto und also das wurde damals schon ziemlich interessant diskutiert. Es gibt auch diese berühmte Zeitschrift, Inka heißt die, glaube ich, Inka. Die waren da, waren auch ein paar der Protagonisten und die haben uns sehr kritisch auf die Finger geäugt, weil sie uns auch im Verdacht hatten, dass wir das alles so glatt machen und dass es eben dann doch eine Art Gewerbepark wird. Der Bestand hat seine Probleme. Man wollte, also ich konnte mir nicht vorstellen, dass da wirklich nach hygienischen Vorschriften Fleisch irgendwie entsteht. Sieht die Jungs da hinten noch im Motorraum rumfummeln. Also wir sind damals da rumgelaufen und ich konnte mir nicht wirklich vorstellen, dass hier irgendwas Essbares entsteht. Das war natürlich aber auf der anderen Seite auch der Reiz. Also man sieht hier noch diese Kabelbrücken. Das Ganze ist eben dann nach seiner Entstehung immer weiter umgebaut, optimiert worden. Kühlanlagen sind eingebaut worden. Eine böse Menge von Asbest ist in allen Gebäuden dann nachgewiesen worden. Und wir haben ziemlich gekämpft, um herauszufinden, welche Gebäude man wirklich weiter betreiben kann und welche dann aber auch eher schwierig sind. Das ist der Bebauungsplan, der wurde dann 2009 letztendlich beschlossen. Das allergrößte Problem sind eben die Stellplätze. Das sieht man rechts, da ist nämlich ein Teil des Messplatzes mit herangezogen worden, was auch immer noch unser Problem ist. Weil natürlich, wenn Veranstaltungen sind oder auch der normale Betrieb, geht eigentlich ohne den ruhenden Verkehr zu organisieren nicht wirklich. Deswegen ist das schon ein großes Problem, wenn eben Veranstaltungen auf dem Messplatz auch sind. Dann fallen nämlich diese rechtlich nachgewiesenen Parkplätze alle weg. Es hätte eine einfache Möglichkeit gegeben, oben bei der ENBW die Tiefgarage zu nutzen. Es hätte, es ist eine Riesengarage, die auch abends komplett leer steht. Aber das sind dann irgendwie so Hürden, die bei solchen Projekten nicht immer so einfach zu überspringen sind. Wir haben dann das ganze Projekt durch den B-Plan-Prozess begleitet. Und dann das Ganze natürlich auch mit, das lag aber im Wesentlichen in den Händen des Vereins Ausgeschlachtet und der Fächer GmbH. Das Ganze musste natürlich mal anfangen. Man kann nicht sagen, man plant 10 Jahre, dann baut man 10 Jahre und dann passiert irgendwas. Sondern eigentlich hat dieses Projekt relativ schnell eigentlich sehr erfolgreich erste Schritte gemacht, was dann auch zu sehr großer Aufmerksamkeit in Karlsruhe geführt hat. Also das kannte man, solche Bilder kannte man vorher nicht. Ich habe Karlsruhe auch als extrem aufgeräumt und sauber und alles in Ordnung statt empfunden. Und ich hätte mir auch so schnell nicht vorstellen können, dass solche Bilder mal, die etwas anders sind, die man eher so in Berlin oder in cooleren Städten, Mannheim, so erwartet, aber eigentlich nicht in Karlsruhe. Das Ganze ist dann tatsächlich auch nach diesen Richtlinien der Bauleitplanung umgesetzt worden. Man sieht das immer noch so in kleineren Ausschnitten. Und der Schlachthof ist so ein Beispiel. Manchmal lebt es wie verrückt und manchmal schläft er. Also es ist kein so ein Stadtteil oder Quartier, was immer gleichmäßig ist. Aber es passiert wesentlich mehr, als man so denkt. Wenn man sich darauf einlässt, in die richtigen Ecken geht, zu den Veranstaltungen geht oder auch die Gastronomie besucht, ist es wahnsinnig intensiv. Wenn man eigentlich nur durchläuft und sich auf nichts einlässt, also nicht in die Fenster guckt, sondern einfach nur so durchläuft, dann ist halt nichts. Ja, also das ist ganz interessant, wie man das auch so erlebt oder wie es auch die Nutzer und die ganzen Besucher dann so sehen, weil viele laufen da durch, kommen dann zu mir und sagen, da ist ja gar nichts. Also was soll da toll sein? So, das Ganze ist dann mit verschiedenen Aktionen, auch teilweise von Studierenden der Fakultät, die sich da teilweise auch eingenistet haben, erste kleinere Aktionen dort gemacht haben, angelaufen. Der Ausstellungsbetrieb war natürlich, es gab solche Räume in Karlsruhe nicht, die wirklich ein bisschen Flair haben und eben nicht so clean sind. Und die Kunst hat sich auch relativ schnell, Mitglieder der Kunsthochschule, aber auch vom ZKM, haben sich dann tatsächlich auch mit dem Verein zusammen an verschiedensten Events auch noch in den alten Gebäuden beteiligt. Wir selber haben dann als Architekten die
diese drei Kühlhäuser umgebaut. Hier war auch dann unser Bestreben, eben viel von der alten Substanz zu erhalten. Hier sitzt heute Herr Wacker drin, der das Fest organisiert. Es war natürlich immer der Versuch, das Ganze technisch dann auch benutzbar zu machen. Vor allen Dingen die vielen Asbestrückstände zu entfernen, aber dann eigentlich auch sehr viel von dem alten Flair zu erhalten und dann auch tatsächlich wirklich schöne und außergewöhnliche Räume für Karlsruhe zu realisieren. Wichtig waren eigentlich immer auch die Events, die dann stattgefunden sind. Hier, es muss ein Fußballspiel gewesen sein, unschwer zu erkennen. Und es war eigentlich immer eine Offenheit, die wir auch reklamiert haben. Es sollte eben nicht so ein abgezäuntes Free-Ghetto sein, sondern für jeden offen, aber natürlich auch mit sehr unterschiedlichen Angeboten. Man sieht hier dann auch so in den Kühlhäusern so die ersten Nutzer, die dann eingezogen sind. Und tatsächlich waren das für Karlsruhe jetzt sehr ungewöhnliche Bilder, weil man hat eigentlich nicht gedacht, dass das auch angenommen wird, dass auch die Nutzer sich tatsächlich dieser Auswahlprozedur unterziehen. Aber man kann es auch im Perfekt Futur ganz gut nachvollziehen, dass die Stadt das auch sehr gut gemacht hat, die Fächer GmbH, dann auch irgendwie mit den Nutzern so einen Dialog gefunden hat, dass es funktioniert. Es reibt natürlich manchmal immer, es gibt keine so 100% Wohlfühlprojekte, aber es ist zumindest aus der damaligen Sicht, also 2005, 2006 bis heute für Karlsruhe schon ein sehr ungewöhnliches Projekt. Hat auch damit zu tun, dass es wirkliche Protagonisten gibt. Diese alte Hackerei war da auch ein sehr wichtiger Ort. Und natürlich aber auch, dass die städtischen Maßnahmen auch sehr koordiniert abgelaufen sind. Also gerade diese Grüntrasse war tatsächlich so ein Hoffnungsschimmer, weil wenn das weiter eigentlich so ausgesehen hätte, dann wäre diese Verwandlung des gesamten Areals und dieses Ambiente eigentlich nicht wirklich eingetreten. Die neuen Gebäude, die dann hinzugekommen sind, sind eher schwere Geburten gewesen, weil die Stadt sich sehr lange überlegt hat, wer denn jetzt in welcher Art und Weise dort dazukommt, weil die Etablierten waren relativ klar, also auch die Umbauten jetzt der bestehenden Gebäude waren eher so im Detail problematisch, aber so vom Ambiente eher einfach. Aber die Frage, was jetzt neu dazukommt, war schon sehr viel schwieriger und war auch konfliktreicher. Was wichtig war, Martina Baum, die damals bei uns mitgearbeitet hat und jetzt in Stuttgart eine Professur innehat, hat sich sehr stark um die Signaletik und die Ausgestaltung der öffentlichen Räume gekümmert, aber auch immer in starken Dialog mit den Nutzern. Man sieht hier auch so die Vorplatzbereiche. Dafür ist Dietmar Lorenz verantwortlich, ehemaliger Mitarbeiter bei Henri Bavard, der mittlerweile auch sein Büro dort betreibt. Also auch die Fakultät hat eine ganze Reihe von Verbindungen mittlerweile auch in den Schlachthof hinein. Man sieht jetzt, wie das Ganze weitergeht. Das ist das jüngste Gebäude. Das Perfekt Futur war als Gründerzelle für Gründer geplant und jetzt, wenn die Gründer erwachsener sind, dann brauchen sie mehr Platz, können auch ein bisschen mehr Miete zahlen. Also da steckt sehr viel dahinter. Das kann Matthias vielleicht so im Laufe des Projektes noch ein bisschen erläutern, was da eigentlich tatsächlich auch hintersteckt. Weil so ein Projekt geht nicht von alleine. Ein Projekt braucht politische Rückhalt, braucht aber auch Leute, die ständig daran arbeiten und braucht dann aber auch natürlich die notifizieren. Wenn in dieser Kette irgendwas schief geht, dann bleiben eigentlich solche Projekte eher nur guter Wille. Wenn man sich das Ganze jetzt ansieht, dann kommen wir zu unserem Problem natürlich. Ich finde es wichtig, dass dieses Empfinden tatsächlich jetzt mal in diesem Seminar etwas weiter validiert wird. Also weil jeder sagt natürlich, wir müssen uns um die Klimaanpassung kümmern und wir sind im Prinzip jetzt in der glücklichen Lage, so ein unbegrenztes Testfeld zu haben. Also wir müssen nicht durch die ganze Stadt laufen, sondern wir können uns konzentrieren. Die Hintergründe sind klar. Wir sehen links so ein Baufeld, was später nochmal bebaut werden soll, was jetzt so als temporärer Garten dient. Wenn man die Nutzer fragt, sagen die, lass das doch bitte grün. Ja, wenn man die Grundstückseigentümer fragt, sagen die, naja, aber wir brauchen eigentlich weitere Einnahmen und wir müssen auch weiter bauen. Jetzt wäre es relativ einfach, wenn ihr alle einen Entwurf macht, alles grün macht und sagt, jetzt ist doch die Welt in Ordnung.
So einfach ist es aber nicht. Erstens ist die Frage, welchen Beitrag die Begrünung wirklich auch jetzt zu dem Thema Hitze leisten kann, weil ganz trivial ist das nicht, weil Grün natürlich auch unter Hitze leidet und natürlich auch, wir sehen es jetzt schon wieder, wir haben sehr wenig Niederschlag, also so einfach wird es nicht gehen. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt einfach so ein paar Patentrezepte über das Areal streut und es funktioniert. Also wir wollen wirklich mal in medias res gehen. Wir wollen tatsächlich versuchen, das Problem besser eingrenzen zu können. Also wo ist es wann, wie warm und welche grundsätzlichen Möglichkeiten gibt es dazu? Dann wollen wir eigentlich mit den Nutzern reden und dann am Ende tatsächlich erste Vorschläge machen. Aber mir ist wichtig, nicht sofort schnelle Patentlösungen, sondern wirklich mal versuchen, das Problem allumfassend zu umkreisen und dann tatsächlich auch so in kleineren Schritten, das ist die Strategie von der gesamten Entwicklung, vielleicht kleine Tests zu machen und dann vielleicht auch Pilotprojekte. Also die Stadt ist da doch sicherlich offen und auch der Verein und vielleicht ist es ja sogar so, dass wir an einigen Stellen auch einiges probieren können. Aber so ganz schnell wird das nicht gehen. Deswegen haben wir auch diese sehr ausführliche Vorphase, wo wir uns überhaupt erstmal das Wissen aneignen müssen, wo es eigentlich bei solchen Projekten drum geht. Für uns ist das ein sehr gutes Beispiel, wie Städtebau auch gehen kann. Ja, wir sind sonst eigentlich immer bemüht, möglichst schnell möglichst viel Wohnraum zu schaffen oder schnelle Quartiersumbauten zu machen. Und wir haben selber sehr viel gelernt hier an dem Projekt. Und wir müssen auch sagen, dass tatsächlich mittlerweile sich auch die Politik und Stadtgesellschaft doch oder die Meinung da sehr verändert hat, weil natürlich die Kreativwirtschaft mittlerweile auch eine enorme Wertschöpfung hat. Das sind nicht mehr nur Leute, die man subventioniert, sondern mittlerweile ist die Kreativwirtschaft auch einer der wichtigen Arbeitgeber in der Region geworden. Weil wenn man heute Umfragen am KIT macht, wie sich denn jetzt auch die Absolventen ihr Arbeitsumfeld vorstellen und gerade auch bei Maschinenbau, Bauingenieurwesen oder Informatik, dann sagen die nicht mehr, wir wollen ganz schnell Daimler oder Schaeffler oder Bosch und kriegen unseren Dienstausweis und den geben wir dann nach 40 Jahren irgendwie wieder ab, sondern die Berufswege sind mittlerweile völlig andere. Also die ganzen Start-ups werden sehr stark gefüttert, auch vom KIT oder auch von der Hochschule natürlich. Die Absolventen suchen kleinere Orte, die sie auch individueller nutzen können. Sie wissen natürlich auch, dass sie ein gewisses Risiko damit eingehen, dass sie sehr schnell Unternehmer sind, dass sie sehr schnell möglicherweise auch mit in finanzielle Probleme reinrutschen können. Aber das ist ein ganz anderes Bild und man merkt dieses Gefühl, was die Leute auch so treibt, wenn man teilweise zu Veranstaltungen geht oder auch in die Hallen geht und mit den Nutzern spricht. Merkt man, dass da schon ein anderer Wind weht. Aber das sind nicht irgendwelche Leute, sondern das sind gut ausgebildete Akademiker in den meisten Fällen, nicht immer, aber relativ oft. Und das zeigt eigentlich, dass es eben nicht nur ein Kreativpark ist, wie er ursprünglich mal hieß, sondern dass es mittlerweile einfach auch ein Wertschöpfungsfaktor ist. Und das muss man der Stadt Karlsruhe lassen. Da haben sie wirklich, meiner Ansicht nach, das Geld in dieses Projekt richtig investiert. Es gibt andere Projekte, da hätte man sich das sparen können, aber ich kann mir schon vorstellen, dass unter dem Strich längerfristig tatsächlich hier auch für die Stadt ein großer Mehrwert entsteht, weil es einfach Arbeitsplätze gibt, es gibt aber auch Gewerbe und es gibt Optionen einfach dann auch, wie sich das Ganze auch noch weiterentwickeln kann, weil wir haben im Moment erst so ein Bau Volumen von 2/3 erreicht. Also das Ganze soll noch dichter werden, ist aber natürlich jetzt eine Frage, ob das tatsächlich unter den klimatischen Bedingungen heute noch so richtig ist. Also es gibt auch ein paar Grundsatzfragen zu bearbeiten, deren Antwort gar nicht so leicht fällt. Gut, das war es von mir. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich wünsche euch wirklich eine intensive Zeit. Sich auch mal mit diesem Projekt jetzt in so einer Phase zu beschäftigen, weil eines von den Grundsätzen auch bei uns am Fachgebiet ist eigentlich, dass so ein Quartier eben nie fertig ist, ja, sondern ein Quartier muss immer wieder betrachtet werden. Man muss sich fragen, kann man jetzt noch Dinge vielleicht anders machen als in der ursprünglichen Planung oder gibt es Dinge, die einfach auch fix sind?
dann natürlich muss man die Möglichkeiten eruieren und sagen, wo kann man jetzt tatsächlich auch als mit Erfahrung der Nutzer arbeiten und wie kann man das Ganze dann auch fortschreiben, weil für uns ist immer wichtig, dass nicht ein Quartier nur baulich irgendwann mal realisiert ist, sondern einfach auch, dass die Nutzer dort tatsächlich das auch finden, was sie suchen und dass es größer betrachtet immer ein neuer Baustein dann auch für Karlsruhe ist, in dem ständig eigentlich neue Ideen entspringen. Es ist ein bisschen pathetisch, das weiß ich, aber es ist kein pragmatisches 0815-Projekt, sondern da steckt für mich jetzt auch viel Entdeckung der Stadt Karlsruhe und ihrer ganzen Mechanismen dahinter und ich gehe zumindest manchmal auch noch sehr gerne dahin. So, und ich wünsche euch viel Spaß auch dabei und vor allen Dingen auch gute Zeit mit den ganzen Leuten, die ja auch da sind. Das war's von mir erstmal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Markus. Super, perfekt. Ich habe jetzt mal in den Chat reingeschrieben, ob jemand schon Fragen hat. Also falls irgendjemand was... Ich dachte, können wir da ausmachen hier so? Ja, genau. Perfekt, so. ansonsten würde ich dann mal sagen, theoretisch kann jetzt jeder auch seine Kamera wieder anmachen, weil jetzt gebe ich mal weiter an den Kollegen Burgbacher. Der nämlich unser Mann für Aktivierung von Runden ist und Matthias. Ich versuche ja heute keine bösen Sachen zu dir zu sagen, also von daher sage ich, du bist unser Experte, von daher bitte. Kanal ist frei, Gern. Matthias. Ja, vielen Dank. Mein Mikro ist auch an, ne? Ja, genau. Ja, nochmal, also werden wir jetzt alle zusammen im Raum, würde ich wahrscheinlich ein Schnick-Schnack-Schnuck-Turnier mit euch spielen oder was ich sonst bei irgendwelchen Workshops mache. Das wird jetzt digital wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wir wollen aber gerne auf den Vorschlag von Professor Neppel eingehen und eine Vorstellungsrunde machen. Ich finde auch den Vorschlag gut, ein bisschen ausführlicher zu tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass ihr